Auf der Bühne fast erdrückt von einer kreischenden Meute. Oh, Bobby, es war wundervoll. Ich wusste das, was in dir steckt. Als ich diese schreiende wilde Meute sah, die sich gegenseitig niedergetrampelt hat, ich sage dir, Bobby, da kamen mir fast die Tränen. So war's doch gar nicht, Mann, und das weißt du. Als sich dieser Schwall zu den Künstlern ergoss, habe ich... Dieser Schwall, Wayne, war eine Meute fünfjähriger Kinder. Sie haben Bobby beiseite gedrückt, um zu dem Kerl im Roger Rabbit-Kostüm zu kommen. Na gut, das ist vielleicht eine Interpretation. Es war erniedrigend, Wayne. Ach, komm schon, Bobby. Roger Rabbit ist vielleicht der Mann des Augenblicks. Aber kann er singen? Yeah. Ja. Ach, komm, Bobby, das ist nur eine Masche. Der stinkt ab wie die Simpsons. Aber du... Du bist eine Rock'n'Roll-Legende. Ja, aber wie kommt eine Rock'n'Roll-Legende dazu, in einem Supermarkt aufzutreten? Denk doch mal drüber nach, Dagi. Ich konfrontiere eine neue Generation mit dem Bobby Rivers Sound. Die konnten mich gar nicht hören. Der Supermarkt hatte die Hintergrundmusik nicht abgestellt. Oh, ich hab gedacht, das wärst du. Wayne, du musst aufhören, mir so beschissene Gigs zu verschaffen. Weißt du, wie viel Geld ich letzten Monat verdient hab? Nein, du? Nein. $68.90. So. Hör auf, Dagi, wir haben eine Rezession. Ach, Rezession oder nicht Rezession, Wayne. Bobby verdient was Besseres. Er verdient solche Auftritte wie in den 70ern. Die 70er, die 70er. Bobby, wann hörst du endlich mal auf, über die Schulter zu sehen? Die Zeit schreitet voran. Schau in den Spiegel. Wayne, bitte, Mann, tu irgendwas. Ich will nicht irgendwann vor der Heilsarmee auf der Straße auftreten. Alles arrangiert. Nächsten Dienstag. Na, Bobby, da war ein Anruf für dich heute Morgen. Irgendein alter Freund. Wie alt? 50? Nein, er meinte, er wäre ein Freund von früher. Hat er gesagt, wie er heißt? Louis... irgendwas. Ich glaube, ich kenne gar keinen Louis irgendwas. Aber Peter irgendwas, das war ein Drama. Erinnerst du dich? Warte, Bobby. Vielleicht ist es Louis. Brillant. Nein, unmöglich. Der kann es nicht sein. Thomas... Hat er noch was gesagt? Er hat gesagt, er meldet sich. Oh doch, er hat irgendwas gesagt von, Stille Wasser sind tief. Installateur oder sowas. Stille Wasser sind tief. Das war er. Louis Little. Der gute alte Louis, der Löwe. Beste Manager, den ich je hatte. Ach, das war nicht persönlich gemeint. Auch nicht so aufgefasst. Ich verstehe es so, dein früherer Manager war wohl eine Legende. Ja. Ich akzeptiere das. Ja, weißt du noch die Maya Music Bowl 76? Ja, der hat mal eine Damenvolleyballmannschaft engagiert. Dem mussten die auf der Bühne die Hosen runterreißen. Ah, ja. Und ich hatte meine Superman-Unterhosen an, up, up and away. Das ist ja richtig toll. Es ist ganz toll, Bobby. Richtig toll. Aber die Zeit bleibt nicht stehen. Ja. Du hast jetzt neue Unterhosen. Oder auch nicht. Aber gut, dieser Louis ist eine kleine Legende, ja? Aber was hat er wirklich für dich getan? Weißt du noch in Hamburg, als wir die Vorgruppe für Led Zeppelin waren? Ja, ja, ja. 20.000 Leute. Die Tussis in der ersten Reihe fielen alle in Ohnmacht, weißt du noch? Meine Unterhosen waren gerade in der Wäsche. Ich mach auf, während ihr zurück in die Zukunft spielt. Gut, ich bin nicht Louis Little, steinigt mich. Hi. Hallo. Hey, que pasa, bro? Bobby Rivers! Würde Bobby Rivers sich melden oder für immer den Arsch zu kneifen, Kumpel? Hey! Louis! Dein Kumpel ist wieder da, komm her! Du siehst so anders aus. Du allerdings nicht, du hast immer noch die Brandlöcher auf dem T-Shirt, oder was soll das da? Wenn das nicht Louis der Löwe ist. Toto! Du klingst so anders. Na hör mal, 10 Jahre sind eine lange Zeit, Kumpel. Ja. Sag mal, was willst denn du hier? Was ich hier will? Bobby. Ich bin jetzt in der Lage, dich wieder aufzunehmen. Und ich meine, das heißt bis zur Spitze. Ja! Louis. Da hocke ich also mitten in L.A. auf einer Party bei Arnie. Oh, du weißt, wer Arnie ist. Arnie Schwarzenegger, ganz netter Kerl, wundervolle Haut. Jedenfalls bin ich bei dieser Party und pow, trifft's mich wie ein Frisco-Erdbeben. Ihr wisst schon. Und ich denke mir, was tue ich hier? Klar, ich meine, es gibt so viele Preisverleihungen, bei denen einer wie ich aufkreuzen muss. Ich meine, es gibt so viele Filmstars, die Schlange stehen. Ich meine, wie viel... Mist kann einer absondern. Und, wieso haben Sie eigentlich so viel Dampf drauf, Mr. Eisenbahn?
Hey, Barbie, was für eine Entdeckung, hä? Dass diese zwei wundervollen Kinder dir gehören, das ist so wundervoll. Die musst du in Ehren halten, ja? Wundervoll. Ja, und ist es nicht wundervoll, dass der ganze Laden wieder zusammen ist? Genau. Huey, Dewey und Louie. Was sagst du da, Junge? Das dort ist Louie der Löwe. Du wagst es. Zuckerpuppe, warum bringst du den nicht mal Benehmen bei, hä? Anna, geh sofort auf dein Zimmer. Oh. Nimm mich mit, bevor wir uns den Ausgang freischaufeln müssen. Die sind auch Kinder, die machen sich so ihren Spaß. Ist doch klar, typisches Pubertätssyndrom. Ja, ja. Süßstoff, Wally. Ich hol ihn. So, Sie haben sich also um Bobbys Kohle gekümmert, als er berühmt war. Genau. Ja. Was ist damit passiert? Hey, ehrlich, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich merke, dass du dir Sorgen machst. Und hey, ich mache mir genauso Sorgen wie du. Wunderbare Haut. Tja, leider bin ich vom Auf und Ab des Marktes genauso abhängig wie jeder andere. Bedauerlicherweise, klar? Ja, ja. Genau. Milch, Wally. So, da wären wir also. Zusammen wie früher, der Superstar. Ja. Sein treuer Helfer und der besessene Manager, alle vereint. Hä? Also los geht's, kommt her. Stille Wasser sind tief. Bobby, du wirst dich doch jetzt nicht verzichten. Jetzt geht's vorwärts, ein One-Way-Ticket zur Spitze. Keine Aufenthalte, keine Umleitungen. Was sagt ihr dazu? Ja. So muss es geschehen. Ja. Und ich weiß auch schon, wen ich anrufe. Genau. Halt, Moment mal, Louie. Ich meine, Bobby hat schon einen Manager. Ach ja, wen? Naja. Moi? Sie. Ja, und ich rede hier von Mörder Kohle und Riesen Gigs und so. Tut mir leid, ich dachte, er wäre der Gärtner oder sowas. Nein. Er ist Hühnerfarmer. Warte mal. Bobby braucht sowas wie einen ganz frischen Management-Schub. Und weißt du, ich habe die richtigen Industriekontakte und... Hey, Baby, stell dich mal zu Quincy Jones durch, ja? Er ist nicht da? Hey, Laurie, bist du das? Genau, Louie der Löwe, Baby. Du Schätzchen, wenn Quincy wieder da ist, sag ihm mal, Louie Little hätte angerufen. Und dass er das Comeback des Jahrzehnts für ihn hat. Und jetzt pass mal genau auf. Barbie Rivers, hast du das? Barbie Rivers, ja, der hatte einen Riesenhit in den 70ern. Easy Street. Easy Street, den kennst du doch, Riesenhit. Genau, okay. Und sag Quincy, er soll mich anrufen, wenn er kommt. Louie Little anrufen, ich bin in Australien. Ich bin auf 4279820, okay, Baby? Genau. Und grüß auch Whitney von mir, wenn du sie siehst, ja? Okay, ciao. Hast du was gesagt, Wally? Ich weiß, wann ich abgemeldet bin. Ich liebe diesen Jungen. Genau. Kopfhörer liebt dich auch, das sehe ich doch. Ich weiß, ich übergebe ihn in gute Hände. Aber sorg für ihn, versprichst du? Klar. Mehr will ich gar nicht. Versuch schön zu bleiben, Chuck. Du auch, Junge. Wayne. Das ist echt bescheuert. Ich leg mich hin. Es ist geil. Du, Bobby, sag mal, ist das wahr, was dein wundervoller Sohn gesagt hat, dass kein Geld mehr da ist? Ach, guck dir das an. Weißt du noch, wie die zwei Tussis den Wagen abgebrochen ja, haben? Ja, viele Zeiten waren das. Ja. Also ist dir kein Geld geblieben, nein, ne? Nein, leider gar nichts mehr. Außer dem Haus. Was dir gehört, dein Haus noch richtig? Ja, ja, ich hab's bar bezahlt 1973. Oh. Hey, da schon wieder. Du und Locky. Oh. Verrückt in Brüssel. Ja, und wir werden in Brüssel wieder verrückt spielen. Ich würde da gern noch mal hinkommen. Ja. Ach, wenn wir dafür nur ein bisschen Geld hätten. Wenn ja. nur etwas. Das wäre wie Activa. Louis, so ein Zeug nehme ich doch nicht mehr. Schon lange nicht. Ich rede von Activa, was einen richtigen Geldwert hat. Verstehst du, wie ein Haus. Ich hab doch ein Haus. Oh, Bobby, sag mal, was hältst du eigentlich von mir? Ich würde niemals zulassen, dass dein Haus als Kaution verwendet wird. Aber das würde ich schon. Warum auch nicht? Was ist ein Kaution?
Du meinst, du überschreibst mir dein Haus als Sicherheit, damit ich deine Karriere wieder ankurbeln kann? Das würdest du tun? Ja? Ja. Bob. Ja, Mann, ich vertraue dir, Mann, ja. Gut, wenn ich es dir nicht ausreden kann, lass die Urkunden ausfertigen, aber bis zum Freitag und dann kann's losgehen. Brüssel liegt dir zu Füßen, den 70er-Trip und immer geht's weiter nach oben. Ich suche Urkunden. Juhu. Bobby, noch etwas. Finanzielle Angelegenheiten sind immer ein bisschen delikat. Also, ich finde, wir sollten im Haus mit niemandem darüber reden. Okay. Was ist mit Tracy? Wir sagen es einfach niemand anderem im Haus, okay? Tracy wohnt überm Hof, sie wohnt nicht im Haus. Pizza ist im Kühlschrank, Bobby. Nee, Thomas, nein, ich bin auf der Suche nach... gar nichts. So, dann ist es ja gut. Tja, ich helf dir suchen. Oh, da ist es ja! Was? Gar nichts. Du bist ja richtig komisch, Mann. Na, wer sagt's denn? Da ist es ja. Bobby, das ist die Urkunde für... Bobby, hat das was mit Louis zu tun? Nein, Mann, nein. Außerdem ist es ein Geheimnis. Bobby! Hey, Bobby, hey! Ja, das ist gut, Bobby. Nur weil sich jeder davor ekelt, in dein Zimmer zu gehen. Toll, eine mutierte Ken-Puppe. Nicht jetzt, Wayne. Was bewegst du im Kopf, Junge? Ein Gehirntumor? Ich irre mich nicht über Louis. Er versucht, Bobby abzuzocken. Ich bin sicher, er will, dass er ihm das Haus überschreibt. Oh, spül dir den Mund mit Quecksilberlösung aus. Louis würde so etwas nie und nimmer tun. Louis liebt Bobby. Großer Vater, was für ein Kind ist das? Soll ihm das Haus überschreiben? Die Pubertät meint's nicht gut mit dir, Junge. Ja, Wayne Lovett's Zweitbüro? Sie wollen Louis? Mr. Little, wenn ich bitten darf. Was? Mann! Aber wie viel und wieso? Ja. Bleiben Sie so schön, ciao. Das war eine Immobilienagentur. Louis bietet das Haus zum Verkauf. Ich wusste es. Du? Ha, ich wusste es. Als ich diesen Louis Lügner gesehen habe, wusste ich, dass er was im Schilde führt. Wir müssen was unternehmen. Genau, Junge. Dieser dreckige, schleimige Abkocher mit keinerlei versöhnlichen Eigenschaften will meinen Star über den Tisch ziehen. Das ist das für mich, erwürge ihn. Ich werde ihm jedes Glied einzeln ausreißen. Ich reiße ihm ab. Ich habe eine bessere Idee. Glück für Louis. Du musst mir aber helfen. Und das magische Wort heißt? Oh, bitte. So wird es gehen. Sag mal, Junge, bin ich von Fleurop? Also, er ist jetzt in der Küche. Wir machen jetzt gleich einen Soundcheck. Test, Test! Was wolltest du doch? Wenn du den Text vergessen hast, er steht in deiner Handfläche. Und spiel ganz natürlich. Ach, hör auf, Junge, ich bin ein Profi. Ich kann ihn auswendig. Ah, Louis. Hey, Wally. Komisch, dass ich dich hier sehe in Bobbys Küche. Nachmittags um zwei. Pünktlich. Hey, du siehst stark aus. Du bist der, der stark aussieht, Louis. In mehr als einer Hinsicht. Wie meinst du das? Ich habe einen Anruf für dich entgegengenommen. Oh. Oh. Ich weiß alles über deinen Depp. Meinen Depp?
Nepp, deine Nepp. Keine Ahnung, was du da meinst, Wall. Du weißt doch, deine Nepp. Ja, Bobby soll dir das Haus überschreiben. Dann verkaufst du's und dann verschwindest du mit der Beute. Was? Oh, versteh mich nicht falsch. Ich finde das fantastisch. Ja, du bist ein brillanter Mann. Ach ja? Ja. Oh, ich hab Talent, genau. Hör zu, wie macht man das, dass einem solche Dinge einfallen? Das ist so, Wally. Entweder hast du's oder du hast es nicht, verstehst du? Was soll ich sagen? Du bist der King. Genau. Du bist der Wayne Newton des Naps. Ich meine, ich versuche schon seit Jahren, Bobby abzuzocken, aber so weit bin ich nie gekommen. Bobby ist ganz leicht zu legen. Ich meine, du bedienst seine einfältige Natur und er schenkt dir, was du willst. Ziehst du so eine Tour öfter ab? Naja, wenn es sich richtig lohnt, schon. Was ist mit deinen 10 Jahren in L.A.? In L.A. bin ich im Leben noch nie gewesen. Ich habe nur eine gewisse Zeit im Knast verbracht. Hörst du da deinen alten an, Thomas? Lass ein bisschen fetzen, Sohn. Hör's über die Lautsprecher. Komm, Bobby, nein. Als ich das wieder raus war, brauchte ich Kapital. Und da dachte ich, Bobby ist am leichtesten anzuzapfen. Ja, ist einfältig. Was ist das? Was? Du dreckiges, kleines Schwein. Ich wusste doch, dass du was damit zu tun hast. Bobby. Jetzt ist Schluss mit euch miesen, geldfressenden Monster. Bobby! Halt die Klappe, ich bin einfältig, was? Es ist vorbei, Bobby, beruhige dich. Nein, Thomas, es ist nicht vorbei. Ich werde dem ein für alle Mal ein Ende machen. Ich bin nicht mehr so leichtgläubig wie vor 15 Jahren, Mann. Und ich lasse mich nicht mehr von Blutsaugern abzocken. Aber was ist mit Quincy Jones? Er wird Nein, Louis, hau ich ab! Ich muss warten! Raus! Tonto, ich hab dir... Raus! Könntest du mir 20 Mäuselein fürs Taxi zurück in die Stadt? Louis, du machst wohl Witze, Mann. Danke, Kumpel. Hey, gerade oder ungerade? Warte mal. Es kostet nur 10 Mäuse in die Stadt. Ja, aber das weiß er nicht. Na, gut gemacht, Jungs. Ihr habt ihn wirklich abgezockt. So, und wo ist Wayne? Wayne! Dort, und Bobby, er hat gesagt, du wärst einfältig. Diese Couch Wayne, ist gut Wayne, vernäht. Wayne, komm, ich muss mit dir reden, komm. Wayne, es tut mir leid, Mann, bitte verzeih mir. Wiederhol das nochmal. Ich hätte dich als Manager nicht fallen lassen dürfen, es tut mir wirklich leid. Naja, ich weiß nicht, Bobby, ich habe Gefühle und auf denen wurde rumgetrunken. Komm, gib mir noch eine Chance, ich bin's, dein Bobby. Ja, aber es war eine sehr traumatische Erfahrung, Bobby. Ja, wir verstehen dich, du kannst ihm nicht verzeihen, also auf Wiedersehen, Wie Wayne. Pickel ausdrücken. Okay, Bobby, dann nehme ich dich eben wieder zurück. Oh, Wayne, du wirst es nicht bereuen. Nicht der Rede wert, Bobby. Ja, das Team ist wieder zusammen. Ja. Und geht los auf die Nummer 1. Eins. Wer braucht Louis? Ich gehe hin. Ja, Wayne Lovett, Zweitbüro. Sie möchten einen Mr. Little. Sie meinen Louis Lügner. Nein, der ist nicht hier. Wer? Quincy Jones. Quincy Jones. Ach, was? Ja, Quincy. Ja, geben Sie ihn her. Quincy Jones. Quincy Jones. Na, wie geht er? Wie steht er? Wie geht's dem großen Quincy? Sie wollen mir wahrscheinlich nur sagen, dass Bobby ein neues Album zusammenstellen soll. Oh, dass ich nicht lache. Natürlich tun Sie's. Hören Sie, Baby, Bobby hat einen unheimlich, unheimlich wichtigen Comic zu lesen diesen Monat, klar? Also, stecken Sie sich eine Feder in den Arsch, Quincy. Quincy Jones. Als ob ich nicht wüsste, wie Quincy Jones' Stimme klingt. Ja. Der Typ am Telefon klang wie ein Schwarzer. Wirklich, Bobby, reden wir jetzt über den nächsten Gig. Ich hab da was aufgerissen in einem Supermarkt. Ein Supermarkt ist das nicht ganz, aber... Ha! Es gibt Kohle!